Das Jahr 2016 neigt sich langsam dem Ende zu und das möchte ich zum Anlass nehmen, euch die besten Zombie-Filme aus 2016 vorzustellen. Das soll euch natürlich auch als kleine Alternative zu The Walking Dead dienen. The Walking Dead geht erst am 12. Februar 2017 weiter und bis dahin möchte ich euch sozusagen einen kleinen Ersatz bieten. Falls dir dieses Video gefällt, dann würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um keine zukünftigen Videos zu verpassen. Platz Nummer 3. The Resort. Mit Z. In The Resort geht es darum, dass Menschen einen Park besuchen können, in dem Zombies festgehalten werden. Zum Vergnügen der Besucher ist es gestattet, die Zombies zu töten. Es besteht aber keinerlei Gefahr für die Besucher, denn die Zombies sind alle in einer gesicherten Zone und können aus einer sicheren Entfernung heraus erschossen werden. Es geht aber natürlich das schief, was schief gehen musste, denn die Sicherheitsvorkehrungen brechen zusammen und die Zombies können aus den gesicherten Zonen entkommen. Die Jäger werden zu Gejagten und damit beginnt der Spaß für die Besucher. Der Link zum Trailer von The Resort ist unten in der Videobeschreibung. Nummer 2. Cell. Ein Film mit Samuel L. Jackson. Der kann doch nur gut werden. In Cell geht es darum, dass Menschen von einem merkwürdigen Handysignal in Zombies verwandelt werden. Jeder, der zum Zeitpunkt des Ereignisses am Handy war, verwandelt sich in einen blutrünstigen Zombie. Hauptdarsteller John Cusack kämpft sich durch die zombie-infizierte Welt, um seine Familie vor den Horden der Zombies zu bewahren. Auf dem Weg trifft er mehrere Verbündete, wie zum Beispiel Samuel L. Jackson, und zusammen begeben sie sich auf die tödliche Mission. Meiner Meinung nach ein sehr schön gestalteter Zombie-Film, der deutlich unterschätzt wurde. Trailer zu diesem Film findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Meine Nummer 1 für 2016. Pandemic. Ich wette, keiner von euch hat von diesem Film gehört, aber es ist definitiv ein nennenswerter Zombie-Film für 2016. Das Besondere an dem Film Pandemic ist, dass er in der First-Person-Perspektive geschossen wurde. Diese First-Person-Perspektive macht den Film sehr actionreich und sehr schnell. Man fühlt sich als Zuschauer mittendrin und kann sich vorstellen, wie es wäre, in dieser Situation an diesem Ort zu stehen. Die Handlung des Films ist jedoch relativ flach. Es geht in dem Film wie immer darum, dass ein Zombie-Virus die Erde befallen hat und dass ein Arzt das Gegenmittel finden muss. Die Schauspielerin Rachel Nichols spielt die Ärztin Lauren Chase, die in Los Angeles nach Überlebenden sucht. Begleitet wird sie von einem Soldaten, einer Navigatorin und einem Fahrer. Und wer hätte das gedacht? Unser Fahrer ist Alfie Allen, auch bekannt als der Stinker. Aber glaubt mir, in dem Film hat er sein Würstchen noch, wenn ihr versteht, was ich meine. Pandemic ist ein Film mit einem Plot-Twist und einem sehr berührenden Ende. Ich kann ihn nur empfehlen. Natürlich ist der Link zum Trailer für diesen Film ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Es würde mich sehr freuen, wenn du unten in die Kommentare schreibst, welcher dieser Filme dir am meisten zugesagt hat und welchen du wahrscheinlich gucken wirst. Das waren meine Top 3 Zombie-Filme aus dem Jahr 2016. Mich würde es freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.